Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna Fancast. Und wir sind heute hier bei euch oder mit einem Ohr vielmehr, um über die zweite zu sprechen. Das ist nämlich unsere 60. Ausgabe. Das mache ich natürlich, der Wampendribbler, nicht allein, sondern an meiner Seite ist der Experte schlechthin. Also fast näher kann man nur sein, wenn man wirklich auf dem Platz steht und Fußball spielt. Ist der Jens, Stadionsprecher der zweiten. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut über die Winterpause gekommen. Ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen was vorbei, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber hat sich denn an der Stimmung grundsätzlich irgendwas geändert? Klar, die Mannschaft steht jetzt ähnlich da wie die erste. Man hat auch nur 22 Punkte, glaube ich, gesammelt. 29 Punkte sind es, ja. Wie fühlt sich das an, trotz den letzten, glaube ich, 3 oder 4 Niederlagen am Stück? Also, eigentlich stehen wir ja nur da auf unserem Platz durch die 5 Siege in der Hinrunde, die am Stück waren. Alles andere war ja auch nicht ganz so toll. Wir stehen da, wo wir am Ende der Saison stehen wollen, und das ist über den Abstiegsplätzen. Und wenn wir da am Ende stehen, passt das so. Ist das denn zu schaffen, oder hast du, Angst klingt immer so dramatisch, aber hast du die Befürchtung, dass man nochmal runterfallen könnte? Denn die Abgangsliste im Winter war ja schon ziemlich lang. Ja, also das trifft natürlich hart, wenn du Spieler wie Gökhan Gül, die fast alle Spiele gemacht haben, verlierst, oder Thailand Duman, der mit seinen 6 Toren auch maßgeblich daran beteiligt war, dass wir weiter oben stehen. Wenn du dann im Winter nur einen Neuzugang kriegst mit Torben Detas, der irgendwie Thailand Duman ersetzen soll, aber auch nicht so richtig der Spielertyp Thailand Duman ist, und der Rest einfach nicht ersetzt wird, ist schon schwer dann die Rückrunde. Aber man muss das Beste daraus machen. Das ist eben Thailand Duman schon erwähnt. Gökhan Gül, der geht nach Wien, Wiesbaden. Thailand Duman geht nach Dortmund 2. Hören wir von dir, aber auch von anderen, die regelmäßig zu Roten gehen, halt immer wieder, soll halt Licht und Schatten sein. Er soll halt sehr geile Freistöße haben und zwischendurch mal geile Spiele, aber er soll auch Spiele haben, wo man sich dann eher gefragt hat, oh Gott, warum steht er überhaupt auf dem Platz? Ja, aber das hat ziemlich jeder Spieler bei uns in der Zoten. Das ist halt Regionalliga. Du kannst das nicht mit der Bundesliga vergleichen, wo alle hoffentlich ihre stabilen Leistungen zeigen können. In der Regionalliga, wenn du Spieler hast, die im Durchschnitt knapp 20 Jahre sind, kommt es mal zu Schwankungen, und da ist auch ein Thailand Duman dabei gewesen, aber auch jeder andere. Denkst du, er ist für Dortmund 2 mehr als nur ein Spieler, der denen jetzt helfen soll, die Liga zu halten? Oh, ich glaube, wenn es soweit höher geht, ist da nicht mehr so viel bei ihm drin. Natürlich gönne ich ihm auch die dritte Liga, wenn sie aufsteigen würden, was diese Saison aber schwer wird. Und es ist auf jeden Fall eine Verbesserung für ihn, in Dortmund zu spielen, als hier, weil unsere Trainer setzen nicht auf die jungen Spieler, also zumindest von oben nicht. Und immer nur in den Abstiegsregionen von der Regionalliga zu spielen, bringt dich vielleicht auch nicht weiter. Deshalb ist es ein logischer Schritt für ihn nach vorne gewesen, obwohl es uns natürlich jetzt im Winter geschwächt hat und er in unserer Liga geblieben ist, ein Tor vorbereitet hat gegen uns, ist natürlich schwierig zu verkraften. Dann hoffen wir, dass er mit neuen Trainern und in Dortmund mit dem, ich sag jetzt einfach mal, professionelleren Umfeld, ich werde schon den einen oder anderen Hate-Tweet wahrscheinlich dafür bekommen, vielleicht kann er sich dann noch besser entwickeln. So, sprechen wir über ein Spieler, wo du am Ende recht behalten hast, auch wenn das Land nicht stimmte. Igor Magic, der wechselte ins Ausland, da hast du recht gehabt. Das haben wir in der letzten zweiten Special schon mal drüber gesprochen. Es wurde halt Serbien und nicht Tschechien, aber am Ende des Tages... Ist es nicht Slowenien geworden? Vielleicht hab ich auch die Fahne falsch gedeutet. Auf jeden Fall ist es irgendwo im Ostblock, entschuldigt uns. Aber es ist NK Krsko spielt, ja. Aber ist in... Ja, Slowenien. Aber er ist auf jeden Fall weg. Ja. Also er hatte einfach nicht die Qualität, die man sich erhofft hat. Vielleicht wurde auch einfach nicht auf ihn gesetzt. Also wenn du in der Hinrunde Stürmer auf dem Platz hast, die zusammen, lass mich kurz gucken, wie viele Tore die zusammen geschossen haben, fast nix. Es ist nicht viel, wenn Kai Tomiyake als rechter Außenspieler oder linker Außenspieler halt, glaube ich, mit 7 Toren da dein Topspieler ist das dann schon irgendwie, ich weiß nicht, schon bezeichnend. Ja, du hast halt
Du hast halt Amir Falain, der lange verletzt war, ein Tor geschossen hat, war ein Elfmeter in der Hinrunde gegen Gladbach. Joshua Endres hat in 15 Spielen 3 Tore geschossen, Dustin Wilms in 18 Spielen 2 Tore, 14 Spielen. Und wenn du dann Carlo Igor Majic einfach nicht die Chance gibst, natürlich macht er sich dann Gedanken und muss irgendwo Spielpraxis finden. Und ja, hätte man vielleicht anders lösen können, hätte man gucken können, wie die Stürmer sich bei uns im Kader machen und die vielleicht doch mal einsetzen können. Zumindest meiner Meinung nach. Aber wenn der Trainer nichts in ihm gesehen hat, dann wird es wohl so sein. Ich hab keine Ahnung. Das kann ich auch offen zugeben. Ich habe ihn ein paar Mal in Testspielen gesehen, aber so richtig weiß ich nicht. Er hat jetzt auf mich nicht wirklich den Eindruck gemacht, so mit voller Energie und vollem Elan irgendwie dabei zu sein. Aber da gibt es dann so einige, bei denen man das nicht vermisst, also bei denen man das vermisst hat. Bei dem man es nicht vermisst hat, ist Muhaya Oktay. Der hat sich irgendwie, hat irgendwie immer Gas gegeben in jedem Spiel. Jetzt wechselt er allerdings in die zweite von Beşiktaş Istanbul. Er hat einige Spiele gemacht. Es ist schon der Abgang, der womit am meisten wehtut, oder? Ob das jetzt viel wehtut. Er hat 10 Spiele gemacht. Kein Tor, keine Vorlage. Junger Spieler mit viel Potenzial natürlich. In dieser Saison aber nicht wirklich gut reingekommen. Und wenn sich dann Beşiktaş dafür interessiert und du bekommst schon im Winter 200.000 Euro für so einen Spieler, wo du nicht der Meinung warst, dass er irgendwie besser wird, kann man auch schon mal das Geld nehmen, obwohl ich jetzt natürlich, dadurch, dass wir so viele Abgänge haben und nur einen neuen geholt haben, natürlich ihn lieber behalten hätte und ihn aufgebaut hätte und vielleicht wäre in der nächsten Saison ja was Besseres raus geworden. Also der Chef-Scout von Beşiktaş hat ihn bezeichnet als er könnte das nächste größte türkische Jahrhunderttalent werden. Könnte er, aber dann muss er stabiler werden, bessere Leistung zeigen. Er hatte gute Ansätze, aber dann stand halt trotzdem noch ein Tyler Duman vor ihm, ein Kearns Frost, der auch noch vor ihm steht, ein Kai Tomiyake, alles Positionen, die er bekleiden könnte, wo wir aber auch gut besetzt waren. Dann wollen wir das Ganze nochmal so grob zusammenfassen. Die Abgänge sind schon schwer zu verkraften, oder meinst du, da werden jetzt aus der U19 bei Verletzungen oder anderen Kram halt jetzt Spieler nachgeholt werden? Das ja sowieso generell eigentlich, wenn es so Richtung Ende der Saison geht, man einen sicheren Platz gefunden hat, holt man ja öfters mal Spieler aus der U19, um die schon mal ranzuführen. Vor allem die Spieler, denen man den Schritt in die zweite zutraut. Dadurch, dass wir natürlich jetzt einen sehr ungewissen Tabellenplatz haben, kurz vor den Abstiegsplätzen, 6 Punkte nur Vorsprung, natürlich schwierig. Und die U19 braucht ihre Spieler natürlich auch noch, um die Liga zu halten. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, musst du natürlich auch darauf zurückgreifen. Wie jetzt bei unseren Torhütern schon. Yannick Theissen ist bei der ersten im Training und auf der Bank. Tim Wiesner ist verletzt. Maduka Okoye ist verletzt. Wir haben immer die Torhüter Möllering und Celic aus der U19. Ja. Dann können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt auf meine Liste kommen. Wir arbeiten uns da wirklich krass durch. Man hat im Winter Drobny verpflichtet. Klar, jetzt mittlerweile die Mittelhand gebrochen und fällt bis zum Saisonende aus. Aber du hast den Theissen jetzt öfter gesehen. Gibt es Gründe für dich, warum man es ihm nicht zutraut, Bundesliga zu spielen? Oder ist das einfach nur ein Friedhelm Funkel-Ding, der sagt, ja, ein Spieler muss für mich so und so viel Erfahrung schon gesammelt haben, damit ich auf ihn setze? Ich weiß nicht, ob die Situation der ersten Mannschaft jetzt wahrscheinlich ja würde das zulassen, wenn sich jetzt Rensing verletzt, Yannick Theissen ins kalte Wasser zu werfen, wenn man schon einige Punkte auf die Abstiegsplätze Vorsprung hat, kann man das machen. Aber wenn ich die Auswahl zwischen einem jungen Torwart habe und einem erfahrenen im Abstiegskampf, würde ich wahrscheinlich auch auf den erfahreneren setzen und nicht einen jungen Torwart da reinwerfen und sagen, du musst für uns jetzt die Punkte festhalten, wir brauchen die wichtigen Punkte. Da ist es dann doch wahrscheinlich besser gewesen, einen Drobny zu holen.
Die Vertretung von Yannick Theissen ist ja Maduka Okoye. Der hat ja viele Spiele gemacht jetzt für ihn, wenn er mit der ersten unterwegs war. Wie macht er sich so in der zweiten? Du hast ihn letztes Jahr oder in der letzten Folge als großes Talent bezeichnet, mit einem sehr souveränen Eindruck, den er auch bei dir hinterlassen hat. Wir sind halt in die Saison schon mit zwei starken Torhütern gestartet. Tim Wiesner wäre der dritte gewesen, der war dauerverletzt ist und man den nicht mitzählen kann. Yannick Theissen und Maduka Okoye haben sich in der Vorbereitung schon einen guten Zweikampf geliefert, den Yannick Theissen schlussendlich für sich entschieden hat. Aber dadurch, dass Yannick Theissen halt viel bei der ersten Mannschaft war, kam natürlich auch die Zeit von Maduka. Und ja, ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Er hat Höhen und Tiefen. Der hält unhaltbare, kann er. Er kann aber auch haltbare durchlassen. Ich weiß nicht, was genau mit ihm war, aber wir haben trotzdem zwei gute Torhüter, die aber jetzt halt auch wieder auseinandergerissen wurden, dadurch, dass Yannick Theissen wieder zur ersten muss, alle Torhüter verletzt außer Rensing, Maduka Okoye ist selbst verletzt. Dann müssen wir halt mit den U19-Torhütern spielen. Die machen ihren Job gut. Die kann man so auch in die nächste Saison übernehmen, aber Yannick Theissen wird ja hoffentlich bleiben. Maduka Okoye weiß ich nicht. Und dann kann man Mario Celic dahinter aufbauen. Justin Mellerin kann man dahinter aufbauen. Ja. Wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, wie die, also was der Kader der nächsten Saison sein könnte, fällt einem auf, dass wenn man in die Verträge guckt, dass da einige Spieler zum Saisonende, sagen wir einfach mal, der Vertrag ausläuft und man da auch noch nicht genau weiß, mit wem verlängert man, wer kommt in die erste, wer schafft es nicht. Überrascht hat mich, dass auch der Vertrag von Andreas Lumpi-Lamberts ausläuft. Wie ist eigentlich seine Leistung in der zweiten? Er hat Anfang der Saison oft gespielt, aber so richtig zum Leistungsträger scheint er nicht geworden zu sein. Lumpi ist natürlich ein Fall für sich. Er hat letztens mal in so einem Interview mit André Scheidt und Oliver Fink, da hat er selbst gesagt, dass seine Knochen nicht so viel aushalten wie die von Oliver Fink zum Beispiel, der jetzt mit 36 Jahren immer noch in der Bundesliga Top-Leistung bringt. Aber neben dem Platz natürlich sehr wichtig für die Jungs. Also der kann da schon deutlich unterstützen mit seiner Erfahrung, viel beibringen. Und wenn er auf dem Platz muss, versucht er sich komplett reinzuhängen. Aber seine verletzten Geschichte macht ihm doch sehr zu schaffen. Das sieht man aber, wenn er auf dem Spielfeld steht. Konnte Keens Froese Andreas Lumpi-Lamberts ersetzen? Ich glaube, dass Lumpi von vornherein halt so als nicht als Trainer, sondern halt als Vorbildfunktion dazugeholt wurde, dem natürlich die Kapitänsbinde gegeben wurde. Und er dann auch gespielt hat, von der Leistung her würde ich, oder von der Position auch her, dass er Dario Becerra Ehret, Joshua Laws, der jetzt auch schon wieder länger verletzt ist, ihn ersetzen, weil mehr so Sechserposition, Keith Rose ist ja mehr so offensiv, der auch die Tyler Duman-Position oder auf den Außen spielt und da auch seine Sache ganz gut macht, aber dritte Liga ist wahrscheinlich auch bei ihm das Maximum, weil dafür ist seine Leistung zu unbeständig, auch schon in der Regionalliga. Also geht's dann im Sommer eher Richtung Kanada, in die neu gegründete Liga für ihn, als dann wahrscheinlich in die erste? Das kann ich mir vorstellen. Kann auch sein, dass er in Deutschland bleibt, dass bei uns verlängert wird, weil er dann doch die Jungen noch mitziehen kann. Sein Alter ist natürlich schwierig. Jetzt wird er 23, in der U23, dann einen Platz für ihn auszugeben. Wäre eine Möglichkeit, aber ob das dann so machbar ist, ist eine andere Frage. Du hast eben Berenza Ehret erwähnt. Er ist so ein bisschen Dauerläufer, hat 22 von, glaube ich, 24 Spielen gemacht. Eins fehlte er mit einer Gelbsperre. Ich habe mir sagen lassen, er wäre eher unauffällig gewesen im defensiven Mittelfeld. Wie kann es sein, dass er dann trotzdem so viele Spiele macht? Unauffällig defensiv ist ja meistens nicht so schlecht, weil wenn du defensiv auffällst, machst du meist einen Fehler. Ja, aber Dario kann natürlich auch offensiv, hat einen Schuss wie ein Pferd, gestern einen Freistoß versenkt, direkt gegen Viktoria Köln zum 3-2 Anschlusstreffer, da wird's dann noch mal ein bisschen enger. Nach einem 3-0 muss er auch erstmal zurückkommen. Ja, Dario ist Dauerläufer, den findest du überall auf dem Platz.
ist meist danach auch platt. Ja, also ist schon ein guter Junge. Also ist das ein Spieler, den du nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal sehen willst? Er wäre dann 21, glaube ich, irgendwann um den Dreh rum. Also würde das auch noch vom Alter her gut passen. Ja, also den würde ich auf jeden Fall halten. Vielleicht kann man den aufbauen für oben, aber da gibt es natürlich viel Konkurrenz auf seiner Position. Die kämpfen ja jetzt schon in der ersten Mannschaft jeder um den Platz im defensiven Mittelfeld. Da noch einen dazu zu stecken, ist schwierig, aber ich hoffe, dass er nächste Saison noch bei uns ist. Ja, die erste ist sowieso ein Thema für sich, was da im Sommer passieren könnte und passieren geht. Da gibt's die wildesten Gerüchte und lustigsten Anekdoten, die da rausgehauen werden. Vielleicht machen wir das im Saisonende Special, wenn dann das eine oder andere davon vielleicht dann doch eher mal zur Unwahrheit sich begeben hat. Ein Spieler, der auf jeden Fall auch, also ein Spieler, der auch viele Spiele gemacht hat, das ist Moritz Montag mit 21 Spielen. Ist ja, glaube ich, der zweit- oder drittmeiste in der Mannschaft. Du hast Anfang der Saison gesagt, dass er teilweise noch so ein bisschen am Schlafen ist. Ist er denn mittlerweile aufgewacht? Er ist aufgewacht, ja, aber er ist halt immer noch der Alte. Ne? Das Torchancen, die er produziert, werden meistens von den anderen vergeben. Er selbst zu Torchancen kommen, ja. Versenken, eher nein. Zu unkonzentriert vom Tor, weiß ich nicht. Er hat meist auch die schwierigeren Chancen, also die muss man nicht machen. Er ist ein guter Rechtsverteidiger. Sein einziger Konkurrent ist Vincent Schaub. Vincent Schaub ist auch ein guter Spieler. Also wenn da mal jemand ausfällt, hat man nicht so das Problem. Aber Moritz ist natürlich trotzdem der bessere von beiden. Man muss sehen, wie er sich weiterentwickelt. Aber absoluter Stammspieler in der zweiten, mit in der Viererkette, absolut gesetzt, neben Goralski, Quadwo, auf der linken Seite Galle meistens. Ja, das spielt meist ein bisschen davor. Also wäre auch er für dich eher ein Kandidat, den man auf jeden Fall verlängern sollte. Ja. Kurz und knapp. Du hast Gyorgios Tsiadas schon eben schon angesprochen und natürlich auch sein Gegenspieler auf der linken Verteidigerposition, Galle. Jetzt hat Tsiadas auch oft im linken Flügel gespielt, eher offensiv. Wer von den beiden ist besser? Das ist eine Schwierig. tolle Frage. Also defensiv Galle wahrscheinlich. Galle geht natürlich auch oft mit nach vorne. Ja, das denkt sich auf dem Rückweg, aber meistens so einen weiten Weg. Deshalb spielt Ja das meist auch offensiver und die Galle ist dann links gesetzt. Oft habe ich Tsiadas halt noch nicht als Linksverteidiger gesehen, da Nick Galle da gesetzt ist und Tsiadas teilweise davor spielt. Wenn er spielt, spielt er davor und dann kann man die schlecht vergleichen. Tsiadas ist offensiv auf jeden Fall deutlich stärker. Nick Galle wahrscheinlich defensiv stärker. Obwohl man da erst sehen müsste, wie Tsiadas sich als linker Verteidiger wirklich anstellen würde. Denkst du, dass er auf kurz oder lang den Durchbruch in der Erstmannschaft schaffen wird? Also beide, wenn du so willst. Weil die scheinen ja durchaus auf einem Niveau zu sein, obwohl es ja das ja der mit dem Profivertrag ist. Tsiadas hat halt noch ein bisschen weniger Erfahrung. Nick Galle war bei Viktoria Köln, hat da schon Regionalliga gespielt. Es ist jetzt seine dritte Regionalliga-Saison, glaube ich. Tsiadas seine erste. Ich glaube, Tsiadas hat das größere Talent. Ob es dann für oben reicht, ist natürlich auch immer bei dem Trainer gelegen. Ob Tsiadas fit bleibt, sich weiter bessert. Er könnte einer für oben werden, aber wenn man Gieselmann als Konkurrent hat, je nachdem, wer nächste Saison noch da ist, Contento, Suttner, jemand anderes, wird es auch für ihn wieder schwer. Ja, mit Suttner, der wird auf jeden Fall zurückkehren zu Brighton, wenn Contento fit sein sollte. Momentan könnte es bei Contento, genauso wie bei Tim Wiesner, tatsächlich ja Verletzungen sein, die die Karriere beenden könnten. Da weiß man bei beiden auch noch nicht so viel. Das wollte ich eigentlich zum Schluss ansprechen. Ich habe es jetzt Tim Wiesner selbst genannt.
Merkt man das denn im Umfeld der zweiten, wie schwer seine Verletzungen eigentlich sind? Also er hat ja beide Schultern kaputt, jetzt beide Knie und wie es dann weitergeht, weiß auch noch irgendwie keiner. Merkt man das denn? Ist das ein Thema um den Platz oder blenden die Spieler das komplett aus? Also bei den Spielen ist das gar kein Thema. Bei den Trainings bin ich zu wenig. Privat natürlich genauso wenig. Ob die darüber reden, weiß ich nicht. Aber Tim Wiesner ist halt auch dritter Torwart der ersten Mannschaft, wird da behandelt, würde da mittrainieren. Ich glaube nicht, dass das großes Thema bei uns in der Mannschaft ist. Aber uns hat Davor Lovren beschäftigt und Armin Barkok, denn die beiden kommen zusammen auf 9 Spiele in der zweiten. Jetzt habe ich die beiden einfach mal als Beispiel genommen, weil die meisten Spiele hatten. Helfen denn Spieler in der helfen denn Spieler aus der ersten Mannschaft in der zweiten direkt weiter oder ist es eher ein Tool, um denen Spielpraxis zu geben? Sie bekommen natürlich in erster Linie Spielpraxis bei uns. Ja, die trainieren nicht mit der Mannschaft, haben die Abläufe nicht drin. Und dann sieht es teilweise, vor allem bei Davor Lovren, sehr schwerfällig aus, kommt nicht hinterher. Und dann ist Davor Lovren natürlich auch ein bisschen eigensinniger. Und wenn es bei ihm dann die ersten 10, 15 Minuten nicht läuft, senkt sich schon mal der Kopf. Das ist natürlich nicht gut für unsere Mannschaft, aber er bringt sich dann halt auch nicht in den Fokus weiter für die erste Mannschaft. Das war bei anderen Spielern, Harvard Nielsen zum Beispiel, hat sofort versucht, der Mannschaft zu helfen, hat ein Tor geschossen. Armin Barkok, auch eher schwach bei der zweiten gewesen. Hatte ein gutes Spiel, glaube ich. Der Rest, ja, geht. Und Kuljovic, da haben die Spieler vorher schon gesagt, den musst du den Ball in den Fuß spielen, sonst funktioniert das nicht. Aber wenn du dann gegen eine Mannschaft wie Dortmund 2 spielst, ist das nicht so einfach, dem immer den Ball in den Fuß zu spielen. Und deshalb sah er dann unglücklich aus, obwohl er trotzdem gerackert hat fürs Team. Jetzt haben wir noch Davor Lovren angesprochen. Ich sage einfach mal, ich weiß aus seinem privaten Umfeld her, er hat keinen Bock auf die zweite Mannschaft. Ja, das sieht man auf dem Platz auch. Er versteht nicht, warum er in der ersten Mannschaft nicht zum Zug kommt. Jetzt kam es im Winter aber auch das Problem, er hätte ein, zwei Leihangebote gehabt. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Die Mannschaften waren ihm nicht gut genug. Und deswegen ist er dann bei der Fortuna geblieben. So, wie komme ich jetzt von Davor Lovren und absolut kein Bock zu Kai Tomiyake mit 7 Toren, 4 Vorlagen, der scheinbar unverzichtbar für das Team ist? Über die Schlagwörter wahrscheinlich gar nicht, weil bei ihm merkt man, dass er Lust hat. Auch bei hohen Ergebnissen merkt man, dein Kopf geht runter, dann hat er auch keinen Bock mehr. Aber sonst läuft, kämpft, hat eine gute Technik, kann schießen, wird aber auch vom Gegner gedoppelt, gedreifacht. Also die wissen, dass da ein gefährlicher Spieler auf dem Platz steht. Ja, das ist auch nicht nur, also er hat auch mittlerweile das Aufsehen von Scouts, zumindest in Japan, erreicht. Da gibt es 2 Vereine, die da sehr interessiert sein sollten, ihn sozusagen als Sommertransfer zu verpflichten. Er ist jung und da haben die auf jeden Fall Bock drauf. Denkst du denn, dass er eher nochmal, ich glaube, er ist jetzt 21, dass er nochmal ein Jahr in der zweiten bleibt und sich versucht, in Deutschland durchzusetzen? Oder denkst du, Japan könnte für ihn eine Option sein? Ich glaube, er beschäftigt sich im Moment gar nicht damit. Der ist ein Spieler, der ist mit seinem Kopf einfach da, wo er gerade ist. Wenn er beim Essen ist, ist er mit seinem Kopf beim Essen. Wenn er beim Fußball ist, ist er mit seinem Kopf beim Fußball. Und ich glaube, den Rest lässt er einfach so über sich ergehen und guckt, was dabei rauskommt. Wenn er am Ende verlängert, ist es schön für uns. Wenn er geht, sollte es ein Schritt für seine Zukunft sein. Und er wird seinen Weg gehen. So, dann habe ich die Spieler eigentlich so alle abgearbeitet, die ich mir hier notiert habe oder mir hier notiert worden sind. Jetzt fehlen noch 3 Siege zum Klassenerhalt, aber mit so, ich würde sagen, eher so 4 oder 5. Ich kenne, ja, 11 Punkte zum Ziel steht hier auch drin. 42 Punkte. Das hat der Micha da reingekracht, aber jetzt ist die Frage, wenn du dann so Leistungen hast, also ich kenne jetzt nur das Ergebnis, die 5-2 Niederlage gegen Viktoria Köln, klar, die sind Tabellenführer, du bist auf Platz 13 jetzt mittlerweile.
Hilft es einem denn weiter oder sind das so Punkte, wo du sagst, okay, damit hat man eh nicht gerechnet, dass man da irgendwie annähernd was reißen kann? Wir haben im Hinspiel nicht damit gerechnet, Viktoria Köln zu besiegen. Es hat funktioniert. Wir haben auch im Hinspiel nicht in Dortmund damit gerechnet, dass wir da einen Punkt holen. Haben wir auch gemacht. Wir haben gegen Essen gewonnen. Lippstadt spielt gut mit. Gegen die haben wir auch gewonnen. Die sind in der Heimtabelle Dritter. Da haben wir auch nicht damit gerechnet, dass wir so gut da spielen. Aber natürlich, es ist schwierig diese Saison und teilweise hast du gute Leistungen. Zum Beispiel die erste Halbzeit gegen Dortmund letzte Woche war gut. Du hättest in Führung gehen können, machst das Tor nicht, kommst aus der Halbzeit, kassierst sofort das Tor. Dann wird es schwierig gegen so eine Mannschaft, die oben drin steht, wieder zurückzukommen. Die machen dann Druck. Du kannst nicht mehr dagegen halten. Es fällt das zweite Tor. Dann bist du gebrochen. Gegen Viktoria Köln gestern, es soll gut angefangen haben, dann kassierst du 3 Tore, du kommst zurück, 3-2, das spricht ganz stark für die Moral des Teams, kassierst dann am Ende noch 2 Tore, klar, du musst aufmachen, du liegst immer noch ein Tor zurück, dann kassierst du die Tore, das 4-2 war der Elfmeter, kann alles passieren. Die Moral des Teams zeigt aber, dass sie nicht aufstecken und deshalb bin ich mir sicher, dass wir noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. Die nächsten 2 Spiele sind gegen Wattenscheid. Die sind Tabellenplatz 14, sind 3 Punkte hinter uns. So ein berühmtes 6-Punkte-Spiel. Wenn man so will, danach geht's halt dann gegen Tabellenzweiten. Also wenn sie dann noch Tabellenzweiter sind, Rot-Weiß, Oberhausen. Denkst du, jetzt zumindest gegen Wattenscheid, klar, sind wir uns wahrscheinlich einig, da muss der Sieg her. Und gegen Oberhausen ist es dann halt wieder, mal gucken, wie die Tagesleistung ist. Ja, also Wattenscheid zu Hause muss ein Sieg her. Wir brauchen die Punkte. Da können wir uns gegen den Mitabstiegskonkurrenten nicht erlauben, da Punkte liegen zu lassen. Es wird natürlich ein schweres Spiel. Die wollen auch die Punkte haben, wie wir. Die dürfen sich auch nicht erlauben zu verlieren. Danach die Woche gegen Oberhausen, Freitagabend, Flutlicht. Das spornt die Spieler nochmal an. Gute Kulisse in Oberhausen. Und dann versuchen, so viel wie möglich damit zu nehmen. Auch wenn eine Niederlage da keine Schande. So, jetzt haben wir schon mal auf die nächsten 2 Spiele ein bisschen vorgeblickt. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, wie sieht's um den neuen Trainer, Nicolas Michatti, aus? Hat er seinen Spielstil geändert zum Vergleich zum schlechten Saisonstart? Oder haben die Spieler jetzt endlich verinnerlicht, was er von ihnen möchte? Spielstil verändert nicht. Ja, na, nicht wirklich. Du spielst halt immer noch mit 3 Offensiven, 3 Defensiven vor der Viererkette. Ich glaube, die Spieler haben es verinnerlicht. Haben die ja mit den 5 Siegen am Stück, haben sie das gezeigt. Jetzt die Niederlagenserie, ja, passiert halt, vor allem wenn man unten drin steckt. Du hattest starke Gegner, Dortmund, Viktoria Köln, Alemannia Aachen. Die guten Aufsteiger ausstrahlen. Fair ist immer schwer, aber die Mannschaft hat verstanden, was er mit seinem Spiel erreichen will. Schnell über die Flügel kommen, in die Mitte ziehen, den Stürmer suchen, ansonsten schießen. Das funktioniert manchmal in den Köpfen zu langsam, dass der Verteidiger schneller ist. Aber Nico Michatti hatte schon ein bisschen Anteil, dass die Mannschaft funktioniert. Er ist kein schlechter Trainer. Ich hätte lieber Taschkin Aksoy behalten, aber Nico Michatti macht seinen Job ganz gut. Was haben wir mit dem Trainer eigentlich alles rund gemacht? Jetzt möchte ich von dir aber noch gerne wissen, auf welchen Spieler können wir denn so ein bisschen in die Zukunft achten? Wer von den Spielern macht so am nächsten den Sprung in die erste Mannschaft? Das ist schwierig, weil du das keinem zutraust. Zutrauen ist immer eine andere Sache als das, was man dann als Leistung bringt. Manche Spieler kannst du hochziehen, das funktioniert auf einmal deutlich besser als in unteren Ligen, weil es zur Spielart passt. Ja, das könnte so einer sein, weil es in der Bundesliga besser zu seiner Spielart passt als in der Regionalliga. Es könnte auch ein Kai Tomiyake sein, der in der Regionalliga schon gut spielt, dass ihm aber das körperlosere Spiel in der Bundesliga noch ein bisschen mehr liegt. Dass Moritz Montag das körperlose Spiel auch eher bevorzugt, glaube ich auch. Ist es denn wirklich so? Ich dachte immer, das ist so ein bisschen, der Mythos ist immer so ein bisschen,
Dritte Liga, Regionalliga, das ist so eine richtige Herrenliga mit viel Körpereinsatz und viel Körperkontakt und vielen Fouls. Und im Jugendfußball ist es halt eher körperlos, genauso wie in der Bundesliga. Ist das denn wirklich so oder ist das einfach nur eine Legende? Also wenn man sich die Spiele anguckt zwischen zweiten Mannschaften, da geht schon mal körperloser zu, nicht so viele Karten. Normalerweise kommt immer drauf an, wenn der erste FC Köln der Gegner ist, dann kann da auch schon mal Karten regnen. Aber normal sind so Gegner wie Verl oder Wiedenbrück deutlich unangenehmer zu spielen. Die haben 26, 27, 28-Jährige mit viel Erfahrung. Die hauen dir einfach dazwischen. Die spielen den Ball, keine Frage. Sie gehen hart rein. Und wenn du dann nicht damit rechnest, weil du das noch aus der Jugend gewohnt bist, dass alles ein bisschen mehr auf Technik ist, was auch Sinn macht, weil du in der Bundesliga nicht so viel Körpereinsatz normal hast, das sieht man schon in der Regionalliga, dass es doch körperloser bei den zweiten Mannschaften zugeht und dadurch auch in der Jugend. Schließen wir ein bisschen negativ ab, bevor wir wieder zum Positiven kommen. Gibt es dann auch irgendwie Spieler, die dir gar nicht gefallen in der zweiten, wo du sagst, wenn der auf dem Platz steht, denkst du dir, boah Gott, schon wieder der. Nö, also da habe ich jetzt nicht so die Probleme. Es gibt halt Spieler, die haben doch kaum gespielt. Luka Kaselis zum Beispiel. Yannick Tepe ist, ja gut, aber der steht auch kaum im Kader. Hat in der Vorbereitung jetzt im Winter nicht sehr auf sich aufmerksam gemacht. Ja, aber wenn die Spieler spielen, dann hofft man nur das Beste für die Spieler. Da geht ja keiner auf den Sack. Das ist noch eine kleine Familie, ist nicht wie in der Bundesliga, wo 33, 34, 50.000 im Stadion sind und dann an einem festmachen, warum schlecht läuft. Bei uns ist entweder das Team hat gut funktioniert oder das Team hat schlecht funktioniert, dann nimmt man keinen einzelnen Spieler raus. Das klingt doch gut. Yannick Tepe, ich habe nur nachgeschaut, hat 4 Spiele gemacht, ist da auch nicht wirklich aufgefallen. Ja, keine Ahnung. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du dich jetzt gerne von deinen Fans, unseren Fans, den Fans der Zweiten verabschieden, ein paar letzte warme Worte raushauen. Und ich sag schon mal vielen Dank, Jens, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das hoffe ich auch. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag, wenn ihr das hier hört. Und hoffe, dass möglichst viele zu den nächsten Heimspielen der Zweiten kommen. Jetzt am Samstag gegen Wattenscheid. Es ist der 16.3. glaube ich, 14 Uhr. Die Spieler würden sich freuen, wenn mal ein bisschen Unterstützung im Stadion ist. Ja, dann noch einen schönen Tag. Danke dir, Jens. Und ihr habt gehört, Mega von 95, der Fortuna Podcast. Ich bin der Wampendribbler und wie gesagt, Links findet ihr in der Beschreibung. Folgt uns, liked uns, liebt uns, denn wir sind der tollste Fortuna Podcast, den es gibt. Und deshalb sage ich dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.